Mit dem WWF sind wir eigentlich weltweit aktiv. Also wir schützen die Natur, wir schützen vor allem seltene große Tierarten auf der ganzen Welt. Und was nicht jeder weiß, ist, dass wir auch in Deutschland sehr aktiv sind. Wir arbeiten schon seit 20 Jahren in Dessau-Roßlau, vor allem im Biosphärenreservat Mittelelbe. Und meine Chefin Astrid Eichhorn hat hier gestartet mit einer Deichrückverlegung. Also wir haben im Steckbühl-Lödderitzer Forst einen Deich rückverlegt und so 600 Hektar neue Überflutungsfläche gestaltet und renaturieren Elbe und Mulde hier in der Region. Ich finde am Biosphärenreservat Mittelelbe besonders spannend, dass es sich so um die Stadt Dessau-Roßlau bewegt, also dass es so stadtnah ist. Also man kann von der Stadt mit dem Fahrrad in alle Richtungen fahren und ist direkt an der Elbe, direkt in der Natur. Und mich faszinieren besonders die alten Auenwälder. Es sind Eichen, Eschen, Ulmen, Auen, Hartholz-Auenwälder, die es in dieser Größe in ganz Europa nicht gibt. Das Besondere ist, dass diese Wälder normalerweise von der Elbe überflutet werden und so entsteht eine sehr große Dynamik. Viele Nischen für Insekten, für Vögel, zum Beispiel der handtellergroße Hirschkäfer, den wir hier in Dessau noch finden, weil wir sehr viele alte Eichenbestände haben. Das Projekt Meine Wege soll die Besucher des Biosphärenreservats Mittelelbe auf die Besonderheiten des Naturschutzgebiets oder der Naturschutzgebiete aufmerksam machen. Mit diesem Projekt wollen wir ein bisschen die Barriere, die Menschen empfinden, wenn sie über Naturschutzgebiete nachdenken, aufheben und es erleichtern, den Naturschatz, die Biodiversität kennenzulernen und Inspiration auch in der Natur zu finden. Ich finde das so spannend, dass wir in Dessau-Roßlau die Hochschule Anhalt haben. Und hier gibt es ja verschiedene Studiengänge, aber ich arbeite mit dem internationalen Architekturstudiengang zusammen. Und das sind junge Leute aus der ganzen Welt, die kommen aus Metropolregionen und die sind hier in Dessau, um zu lernen, wie man die Städte der Zukunft gestaltet. Die kommen mit super vielen Ideen und haben sich so gefreut, auch im Dessau-Roßlau rumzulaufen und mehr über die Stadt zu erfahren und mehr über die Region zu lernen. Als ich Ivan Kocina, den Professor für Architektur, kennengelernt habe, hat er mir erzählt, dass er seit 6 Jahren eigentlich gerne ein städtisches Projekt machen will. Und er hat einfach niemanden gefunden, mit dem er kooperieren kann. Und ich auf der anderen Seite habe jemanden von der Hochschule Anhalt für eine Kooperation gesucht und so hat das ganz gut zusammengepasst. Und ich glaube, was sein Problem immer war, war die englische Sprachbarriere, weil die Studierenden kommen oft aus der ganzen Welt und sprechen alle Englisch. Da hat man einfach ein bisschen eine Überbrückung gebraucht. Ich habe Ivan Kocina getroffen und wir haben uns über Dessau-Roßlau unterhalten und die Besonderheiten der Stadt. Was wir beide super spannend fanden, war, dass es mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe umgeben ist. Dass wir hier Studierende haben, die ein super Interesse daran haben, Städte zu entwickeln. Und in Dessau ist so viel Raum, so viel Platz und wir haben diese Naturnähe. Und ich glaube, das hat uns sehr verbunden. Wir hatten ein super spannendes Gespräch und haben dann gesagt, wir müssen was zusammen machen zwischen Naturschutz und Architektur. Dann haben wir schon im letzten Semester, im Sommersemester 2019, haben wir angefangen mit dem Seminar Into the Wild, indem wir Studierende in die Natur geschickt haben. Und das hat super funktioniert. Das war sozusagen unser Pilot. Und die Studierenden waren super begeistert. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann haben wir uns entschieden, das auch dieses Sommersemester wieder zu machen. Und die Studierenden haben Zettel und Stift mitgenommen, Audiogeräte und haben einen Tag in der Natur verbracht. Manche Studierende waren bis zu 8-12 Stunden unterwegs. Es war heiß. Andere waren im Regen unterwegs. Die haben nichts anderes gemacht, als die wunderschönen Wanderwege, die wir hier in Dessau haben, abzulaufen und dabei Notizen zu machen über alle Gefühle, Emotionen, Eindrücke, die sie auf diesem Weg sammeln durften. Diese Gefühle, Emotionen haben sie in Karten, in Bildern zusammengefasst, die zeigen, wie eigentlich das Wasser und der Wald zusammenwirken und auf den Menschen auch wirken. Der Auftrag war vor allem, in die Natur gehen und die Natur erfahren. Und was am Ende dabei rauskommen sollte, waren von der Natur inspirierte Installationen, Designideen. Das war praktisch das Ziel, aber der Weg dorthin
waren verschiedene Schritte. Also durch die Inspiration, also durch die Zeit in der Natur, haben sie eine Geschichte erzählt. Also jeder Mensch, der in die Natur geht, hat ja eine ganz individuelle Auffassung. Ja, wir sind alle ganz unterschiedlich und wir nehmen die Natur ganz unterschiedlich wahr. Und so hat jeder Student mit der Zeit in der Natur seine eigene oder ihre eigene Geschichte mitgebracht. Die Studierenden hatten den Auftrag, 3 verschiedene Ergebnisse zu produzieren. Das erste war eine Geschichte, die auf den Erfahrungen in der Aue basiert. Also sie haben eine Geschichte erzählt. Dann hat jeder Student ein Video erstellt. Und als drittes ist eine Installation oder ein Design aus dieser Erfahrung entstanden. Die Studenten sind in die Natur gegangen, ins Naturschutzgebiet Mittelelbe. Und es ist wirklich besonders, also mich persönlich hat es am meisten begeistert in der Arbeit, zu sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen der einzelnen Menschen in der Natur sind. Also jeder begibt sich in die Natur und kommt mit einer ganz individuellen eigenen Geschichte zurück. Eine Besonderheit an Dessau-Roßlau finde ich, dass jede diese Inspiration vor der Haustür hat. Also wir als Bürgerinnen können in die Natur gehen und wir können dieses Naturschauspiel genießen und als Quelle der Inspiration nutzen. Ich glaube, wir erfahren das wirklich, wenn wir mit dem Rad zu Fuß in die Natur gehen und die Natur einfach nur auf uns wirken lassen. Diese Ideen, die dort kommen, die Erinnerungen, die jeder in der Natur finden kann, kann man wieder in den Alltag zurückbringen. Und das haben die Studenten uns wirklich gezeigt in dem Seminar. Die hatten oft keinen nahen Bezug zur Natur. Ich habe ihnen wirklich nur kleine Inhalte geliefert zu den Tieren und Pflanzen, die wir hier vor der Haustür haben. Und viel stärker als die Informationen, die ich ihnen mitgeben konnte, war wirklich dieses persönliche Empfinden in der Natur. Und ich will die Dessau-Roßlauer dazu einladen, selbst vor die Haustür zu gehen, nehmt die Kinder mit, den Hund, das Fahrrad und macht eine schöne Tour und lasst die Natur auf euch wirken und nutzt sie als Inspiration, bringt sie mit in euren Alltag, in eure Arbeit. One afternoon, I saw yellow flowers, yellow dress. I used to have a yellow dress with daisy pattern. What does it do? Doesn't seem it belongs there. But somehow it gives beauty to the plain green grass. Am I a yellow flower? One afternoon, I ate noodles. Telling myself when I look up to the sky, I'll remember that day, I remember him. I said goodbye, he was waving at me at the door, smiling. I miss him. That day the sky was blue, today my heart feels blue. Keep forgetting.
take a break to admire the view. One afternoon at Alba.